Wer will schon lieben, wenn Schmerz mit der Liebe einhergeht? Wer will schon Vertrauen schenken, wenn mit dem Vertrauen die Enttäuschung verbunden ist? Wer will schon Nähe zulassen, wenn der Verlust ein Teil davon ist? So liebe ich nur Allah, vertraue nur ihm und lasse auch nur seine Nähe zu. Denn nur bei ihm ist dies alles ohne Schmerz, Enttäuschung und Verlust vorhanden. Wie kann Liebe in das Herz eindringen, wenn um dich herum Leid, Lug und Trug Alltag ist? Wie kannst du Vertrauen schenken, wenn der Betrug ein Teil des Lebens ist? Wie kannst du Nähe zulassen, wenn die Einsamkeit dir mehr Geborgenheit schenkt als die Menschen? Wie kannst du jemandem dein Herz öffnen, wenn er es morgen vielleicht gegen dich verwendet? Genug hat mein Herz von der Einsamkeit und sucht nach Nähe, doch nur Einsamkeit findet es vor. Genug hat mein Herz von Misstrauen, genug hat mein Herz davon, dich abzuweisen und voll Argwohn dich zu beäugen. Vertrauen soll es und die Einflüsterungen des Scheitans von sich schütteln. Doch schwer ist es zu vertrauen, wenn man die Dunya betrachtet, das Leid, die Ignoranz und den Verrat sieht. Denn die Verlogenheit dieser Dunya hat uns so sehr erschrocken, dass wenn jemand einem Liebe und Güte entgegenbringt, wir misstrauen diese Person anschauen und uns fragen, was ist der Grund? Vertrauen sollst du auf Allah und vergessen, was vergangen war. Vertrauen auf die Güte, die Allah in die Menschen gesetzt hat. Vertrauen auf die Barmherzigkeit, von dem er einen Teil den Menschen ins Herz pflanzte und dich nicht von deinem Nefs und dem Scheitern beirren lassen. Auch wenn du dir die Einsamkeit zum Freunde genommen hast und dich in der Zweisamkeit fremd fühlst, so vertraue auf Allah, dass er dir die Nähe lieb macht. Denn die Liebe und Nähe ist auch Teil dieser Dunya und eine Barmherzigkeit Allahs an die Menschen. So weise sie nicht ab und nehme sie an. So lass die Vergangenheit vergangen sein, wenn du einen Menschen kennenlernst. Denn die Gegenwart ist das Entscheidende. Was er ist, damit musst du leben und nicht mit dem, was er war.